Könnte ich mir ja nachher mal angucken, ob ich da einfach die Textur umdrehen kann. So. Es wird hier schon ein richtiger Glaspalast, so viel Glas, wie ich hier reinbutter. Dann noch das Stückchen hier und dann haben wir das auch. Auf der anderen Seite gleich aufpassen, dass wir nicht runterfliegen. Ja, das Inventar war mal voll. So, wie hoch ist das jetzt, so eine Ebene? Eine Reihe haben wir schon. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Problem ist gerade irgendwie, ich habe Probleme, die Blöcke zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder nur 5. Warte mal, das sind jetzt 4 plus 2, die wir noch Luft haben, sind 6. Okay. Das heißt, ich brauche Stein. Dann machen wir die Umrandung zuerst. Mit 2 Stacks komme ich da nicht weit.
So. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gucken wir mal, ob es genauso aussieht wie drüben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Sieht gut aus. Ich glaube, das ist das glaslastigste Projekt ever. Und wahrscheinlich aller deren, die noch kommen werden. Die vier Stacks sind nix hier. Also, ich mach mal ganz kurz eine Pause. So, da sind wir wieder. Dann schauen wir mal. Auf jeden Fall die Umrandung möchte ich auf jeden Fall noch heute schaffen. Das wäre so das, was ich mir vorstelle. Ein bisschen noch innen. Ja, sieh mal an, das Glas ist schon wieder fertig. Kommt ja wie gerufen eigentlich. So, hinten muss dann auch neue Kohle rein. Ich hatte ja nur für zwei Stacks reingepackt. Haben wir ja genug Kohle. So, dann mache ich erstmal ein bisschen Platz hier. Kommt der auch erstmal raus.
So. Und der letzte Ofen, oder vielmehr die letzte Reihe Öfen. Das ist alles schön aktiv. Das Ding war leer. Alles hier, da sind die anderen auch schon angefangen irgendwo. Wunderbar, da könnten wir vielleicht nachher ein bisschen zusammenpacken. Kohle war auch mal mehr. Gut, dann holen wir uns hier oben den hier zurück und machen das Inventar bis oben hin voll mit Glas. Können ja, wenn, dann auch schon mal innen ein bisschen anfangen. So. Wenn es nicht ausreichen sollte, halt. Da oben setze ich wohl auch noch mal einen Glasblock drauf. Also auf die freistehenden, wie heißen sie noch mal, Korallen. Achso, die hatte ich schon. Ja, das ist aber Fusch. Woran wir auch denken müssen, wir dürfen die Becken erstmal nur 3 hoch machen, müssen sie damit Wasser füllen. Und dann erstmal die Inneneinrichtung der Becken machen, also Verzierung etc. Denn das wird schwierig bei 4 Höhe, dann komme ich da nämlich nicht mehr raus. Ja, da gucken wir einfach mal, wie wir das hinkriegen. Hinkriegen tun wir es auf jeden Fall. Gehen wir halt danach noch entlang. So. Übrigens, meine Rechnung kann gar nicht aufgehen, denn ich habe nur für 3 Wände geplant. Die da vorne habe ich komplett vergessen. Die existierte jetzt in meiner vorausschauenden Planung nicht. Das heißt, es wird auf jeden Fall nicht ausreichen an Hellblau.